Morgen wird Elisabeth II. Geschichte schreiben. Sie wird exakt 23.227 Tage im Amt sein, also 63 Jahre und 217 Tage und damit länger als sämtliche britische Monarchen vor ihr. Selbst ihre legendäre Ururgroßmutter, Königin Victoria, nach der immerhin ein ganzes Zeitalter benannt ist, wird sie morgen eingeholt haben. Seit ihrer Krönung 1953 wurden mehr als 40 ehemalige Kolonien des britischen Empire unabhängig. Margaret Thatcher regierte, in Nordirland tobte ein Bürgerkrieg mit der IRA und rund um den Tod ihrer Schwiegertochter Diana stürzte die Monarchie in eine tiefe Krise. Aber die 89-jährige Regentin hat das alles überstanden und ist heute populär wie nie. Aus London, Eva Böcksteiner. Es sind vor allem die Rituale und Traditionen, die so viele faszinieren. Täglich kommen hunderte Menschen vor den Buckingham-Palast, um dort die Wachablöse mitzuverfolgen. Touristen, aber auch Einheimische. Das morgige Jubiläum lässt so gut wie niemanden kalt. Es ist eine tolle Leistung, echt historisch. So etwas erlebt man nicht wieder. Unglaublich. Amazing. I'm not a great monarchist. Ich bin zwar kein großer Monarchist, aber die Queen würde fehlen. It would be something we're missing out. Nur manche können dem gar nichts abgewinnen. I'm not interested. They should all be gone. Es ist mir völlig egal. Die ganze Königsfamilie sollte weg, einfach nicht existieren. They shouldn't exist. End of. Aber diese Leute sind in der Minderzahl. In den Umfragen ist die Queen seit Jahrzehnten immer konstant. Zwischen 70% und 80% lieben sie und wollen sie weiterhin als Staatsoberhaupt haben. Werte, von denen die meisten Politiker nur träumen können. Sie widme ihr gesamtes Leben dem Volk, sagt Elisabeth an ihrem 21. Geburtstag. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Seither ist viel passiert. Viele Premierminister kamen und gingen. Die Scheidungsdramen ihrer Kinder und der Tod von Prinzessin Diana setzten ihr zu. Aber sie blieb stets wie ein Fels in der Brandung. Diese Kontinuität und Stabilität, die sie vermittelt, ist auch ihre größte Stärke, meinen viele. Deshalb bezeichnet sie der Insider des Königshauses in seinem neuen Buch auch als erfolgreichste nicht kommerzielle Marke der Welt. I think the fact that she's been very diligent and dutiful for 63 years. Die Tatsache, dass sie ihre Aufgabe fleißig und pflichtbewusst seit über 63 Jahren erfüllt, imponiert viel. Man weiß nie, was sie über gewisse Dinge denkt. Sie ist nie politisch oder parteiisch. Das rechnen ihr die Briten hoch an. And I think the British people quite respect that. Pension ist kein Thema für die Queen. Den morgigen Tag wird sie ganz normal arbeiten und eine neue Zugverbindung eröffnen. Aber zumindest in ihrer Lieblingsgegend Schottland. Für den Weltrekord braucht Elisabeth aber noch ziemliche Kondition. Der thailändische König Bhumipol sitzt schon 7 Jahre länger auf dem Thron, seit 1946. Und er ist jünger als die Queen.